der Streuversuch von Rutherford das Verständnis vom Aufbau des Atoms verbessern konnte, erfährst du hier. Vor 1903 war noch nicht viel über den Aufbau von Atomen bekannt. Es war erst einmal ein kugelförmiges Gebilde, über dessen Inneres man nur ein paar Fakten kannte. Man wusste, dass negativ geladene Elektronen sich im Atom befinden. Da ein Atom nach außen hin neutral war, war auch klar, dass es die gleiche Menge positiver Ladung tragen musste. Aber wie sind die positive Ladung und die Elektronen verteilt? Dieser Mann hat sich 1903 seine Gedanken dazu gemacht. Er hieß im Übrigen Joseph John Thomson oder kürzer J.J. Thomson. Hört sich cooler an. Was dieser Cookie damit zu tun hat, erfahrt ihr jetzt. So wie diesen Keks stellte sich Thomson ein Atom vor. Eigentlich in Kugelform und dreidimensional, sodass man damals auch vom Modell von einem Rosinenkuchen sprach. Die positive Ladung sollte seiner Meinung nach über den gesamten Keks, über das gesamte Atom gleichmäßig verteilt sein. Wie die Schokostückchen im Keks fanden sich die Elektronen auch überall im Atom. Leider waren das nur Thomsons Gedanken zum Atomaufbau. Aber ließe sich das denn auch irgendwie überprüfen? Die Überprüfung gelang im Jahr 1909 diesem Mann hier, Ernest Rutherford. Da ein Atom viel, viel zu klein für eine Überprüfung mit einem Mikroskop ist, nahm Rutherford das Atom anderweitig ins Ziel. Er wollte das Atom beschießen. Kanonenkugeln eignen sich dazu natürlich nicht. Er brauchte viel kleinere Munition. Er fand sie in Form von positiv geladenen Helium-Atomkernen. Man spricht dabei auch von Alpha-Strahlung. Um möglichst wenige Atome zu haben, die er beschießen konnte, nutzte er eine Goldfolie. Gold lässt sich nämlich so fein auswalzen, dass es eine Schicht aus nur noch wenigen Atomen bildet. Um die umherfliegenden Atome auch irgendwie zu sehen, installierte er rund um die Goldfolie einen Leuchtschirm, der von den auftreffenden Atomen zum Leuchten angeregt wurde. Nach der Theorie von Thomson sollten jetzt alle Helium-Atomkerne ungehindert durch die Goldatome fliegen. In seinem Versuch machten das auch der Großteil der Heliumkerne. Aber da gab es auch ein paar Treffer rechts und links auf dem Leuchtschirm. Selbst in größerem Abstand gab es hin und wieder ein Leuchten. Und einige der Heliumkerne schafften es gar nicht erst durch die Goldfolie und prallten nach hinten zurück. Das machte Rutherford stutzig. Das Atommodell von Thomson konnte so also nicht stimmen. Aber wie sieht es denn nun im Inneren des Atoms aus? Schauen wir uns das Ergebnis des Streuversuchs noch einmal in Aufnahme an. Der Großteil der Heliumkerne passierte die Goldfolie ungehindert. In einigen Fällen wurden die Heliumkerne jedoch abgelenkt oder prallten sogar zurück. Der Großteil der Masse musste damit in der Mitte sitzen. Rutherford beschrieb anschließend in seinem Atommodell, dass die positive Ladung im Atomkern komprimiert ist. Außenrum war viel Platz, in dem weiterhin die Elektronen zu finden waren. Leider kann dieses Bild die Größenverhältnisse zwischen Kern und Hülle nicht richtig wiedergeben. Der Kern ist nämlich im Verhältnis zur Hülle winzig. Aber vergrößern wir unser Atom einfach mal auf die Größe einer Kathedrale. In diesem, jetzt riesigen Atom, hätte der Atomkern nur die Größe eines Tennisballs. Wie man sieht, ganz schön klein, so ein Atomkern. Der Kern selbst besteht dabei übrigens aus einzelnen, natürlich noch viel kleineren Teilchen. Das sind die positiv geladenen Protonen und die Neutronen, die, wie der Name schon sagt, keine Ladung haben und neutral sind. Wenn du noch Lernhilfen als PDF-Dateien brauchst oder Übungsmaterialien, bei denen du auch deinen Lösungsweg kontrollieren kannst, dann schau doch mal auf www.schlauestwow.de vorbei.